Hinterm Schaufenster geht's weiter und heute geht's weiter bei Mode Frenzel in der Bahnhofstraße. Ein Unternehmen mit ja, jahrzehntelanger Tradition, und damit wir da ein bisschen was erfahren und erfahren, was hier so alles zum Kaufen gibt, habe ich hier den Inhaber, den Jörg Frenzel, an meiner Seite. Herr Frenzel, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Ich habe schon angekündigt, euch gibt es schon ein wenig länger. Wann hat es denn mit Mode Frenzel angefangen und wo auch? Angefangen hat es eigentlich in Schwabach. Ist unsere Urkeimzelle, wo wir herkommen. Die Firma ist gegründet 1973. Wir sind seit 50 Jahren praktisch heuer auch im Bereich Mode tätig. Jetzt sind wir neu in Neumarkt und da freuen wir uns natürlich, dass wir hier auch Fuß fassen. Ne? Neu in Neumarkt klingt so nach gestern. Ist schon ein bisschen länger. Ich glaube 2018 war das, oder? 2018, genau. 2018 haben wir gestartet, haben wir die Firma M&K Main Fashion hier übernommen. Und ja, seit, ich sage jetzt einmal, 2 Jahren sind wir unter dem neuen Logo Mode Frenzel, sind wir auch hier sichtbar. Und Was gibt es denn da so mal? Am ersten Blick sehe ich ja Herrenkleidung, aber das kann man bestimmt ein bisschen genauer erklären. Genau, wir haben eigentlich auf 400 Quadratmeter, sind wir hier mit Casual-Mode, von hochwertigen Markenlieferanten bis hin für Beruf und Freizeit. Sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Schuhe ist auch bei uns sehr wichtig, was auch, also sehr viel Accessoire auch, Schuhe, Gürtel, und natürlich darf am Schluss auch der feine Wein nicht fehlen. Treffpunkt für Mode und feine Weine. Sind hier jetzt im Casual-Bereich mit den Lederthemen von der Firma Milestone, im Hintergrund der Job und die Firma R2 Amsterdam mit hochwertigen Hemden hier. Sag ich jetzt einmal, auch sehr viel Detailarbeit kann man mal sehen hier auch. Auch in den Knöpfen und in dem ganzen Bereich hier. Also da ist sehr viel detailverliebte Arbeit drin. Also das sind schon auch Themen, die besonders sind. Ne? Die Musterauswahl ist auch recht groß, sehe ich. Jetzt hinter mir geht es noch weiter mit Jeans, genau. Hosen. Jeans Alberto, hier die Firma, die bei uns wichtig ist für die Hose. Alberto, Pierre kann da PMI in der Hose auch, aber auch als kompletter Outfit-Lieferant, ne, mit, sei jetzt mal Hemd, mit Oberteil, mit Jacke. Also schon ein kompletter Hersteller im Outfit, sag ich jetzt mal. Ne? Im unteren Bereich ist jetzt also die ja, Freizeit, legere Kleidung beheimatet. Aber ich sehe eine Treppe, da geht es noch rauf. Also hier sind wir jetzt im ersten Stock angekommen und mit der Business- und festlichen Garderobe. Auch für Hochzeiten und Anlässe, wo man auch jetzt hier schon sieht, sehr viele kleine Details auch mit Fliegen, witzige Motive, wo man auch dann mit Hosenträger oder auch mal in der Cap. Ne? Und ja, natürlich dürfen die Schuhe nicht fehlen. Auch das Accessoire, Schuhe und Gürtel, ist auch mal sehr wichtig. Das rundet das Outfit ab. Je weiter wir kommen, desto festlicher, vornehmer wird es. Im Hintergrund sehe ich jetzt noch viel mehr Anzüge. Gibt es da jetzt spezielle Marken bei euch? Wir haben verschiedene Marken. Wir haben zum einen den Strelson, dann der Roy Robson und der Benvenuto. Gibt es auch in mehreren Schnittformen. Wichtig ist von Slimfit anfangend bis Modern Fit, also auch in allen Größen. Ich sage jetzt auch bis große Größen, ist bei uns sehr wichtig. Ne? Also für alle Körperstaturen, nicht nur so schmale Hemden wie ich, ja, alles vorhandener. Also viele verschiedene Größen, und wenn es wirklich meine passt, dann gibt es hier auch einen Änderungsservice, damit man es passend macht. Wird im Haus hier angepasst. Ne, innerhalb von ein paar Tagen, ich sage jetzt mal bis zu einer Woche, ist das ohne Probleme möglich. Ne? Also, wenn ihr was braucht für Herren, und da kann man ja immer was brauchen, liebe Damen, schickt die Herren her, weil ich weiß nicht selber, wie das abläuft. Meistens braucht man dann da so einen kleinen Anstoß. Mensch, jetzt gehen wir wieder zum Frenzel und kaufen mal dir wieder ein neues Outfit. Ihr seht, hier gibt es alles von Kopf bis Fuß, aber es gibt nicht nur Kleidung, wir haben es vorhin schon kurz gehört, da gibt es nämlich auch was zum Trinken, und da schauen wir jetzt auch noch hin. So, jetzt sind wir hier beim Wein, und lieber Herr Frenzel, was hat es jetzt damit auf sich? Haben wir mal gestartet, weil wir immer mit Events, haben wir immer Weine auch verkosten lassen bei den Kunden, und dann haben wir gesagt, naja, warum, das könnten wir eigentlich auch verkaufen, ne, fest einführen, und dann haben wir jetzt von überwiegend fränkischen Weingütern im Weißweinbereich haben wir den Luckert aus Sulzfeld am Main, den Würsching aus Iphofen, das Weingut Castell aus Würzburg und Rotweine
aus Österreich, aus dem Burgenland, aus dem Neusiedler See, da die sehr viel Sonne und gutes Klima dort haben. Okay. Ne? Das heißt, der festliche Anlass, der muss jetzt nicht beim Anzug anprobieren und kaufen enden. Man kann das passende Geschenk dann hier auch gleich aussuchen und dann geht's ab zum Feiern, aber vorher beim Frenzel vorbeischauen. Musik.